es geht also letztendlich darum, dass die moderne Biologie, Evolutionsbiologie, Charles Darwin, vielleicht das Name, die Nachfolger davon sozusagen, Gesundheit und Krankheit und Psyche völlig neu betrachten, eine völlig neue Sicht darauf haben. Man spricht auch manchmal von Biologie als Medizin, oder biologische Medizin oder was auch immer. Und da ist der erste Satz, über den wir streitig diskutieren können, ist, dass dieser Arzt, der Biologe aus den USA, sagt, wir sollten uns als erstes mit dem Geschmacksverstärker beschäftigen, nur einfach mal, um da einen Punkt klar zu machen. Die allgemeine Aussage ist, Geschmacksverstärker sind im Wesentlichen relativ unbedenklich, deswegen steht es ja auch noch ganz klein auf den Packungen drauf und ist in vielen Packungen, in vielen Sachen drin, die wir heute über das Essen kaufen können. Und jetzt waren im Fernsehen zum Beispiel zwei neue Berichte, die was ganz anderes sagen. Die sagen, Geschmacksverstärker führen systematisch zum Absterben bestimmter Gehirnzellen, nämlich typischerweise der Gehirnzellen, die im Sättigungszentrum anzusiedeln sind, sozusagen, sodass es dadurch zu einem kleinen Gehirnschaden käme, aufgrund dessen die Menschen kein natürliches, ausreichendes Sättigungssignal mehr hätten und deswegen dann oft immer weiter essen würden und am Ende 300 Kilo wiegen könnten, sozusagen, dadurch vielleicht eine Depression bekommen und aufgrund dieser Veränderungen des körperlichen dann und dann vielleicht aufgrund dessen noch mehr essen, ja, zum Beispiel. Und da sagt er, es könnte sein, dass wir den Satz verwenden müssen, dass Wahrheit eher Richtung Gesundheit führt und unwahre Informationen in die Krankheit hineinführen. Nämlich die unwahre Information, die würde dann lauten, Geschmacksverstärker sind unbedenklich, müssen deswegen nicht so besonders auffällig gekennzeichnet sein, weil es eben sich um relativ unbedenkliche Nahrungszusätze handelt. Ja? Soweit. Klar, würden Sie dem Satz auch soweit zustimmen, oder? Ja? Jetzt sagt er, der nächste Schritt ist jetzt der, könnte der Satz stimmen, dass im Durchschnitt unglückliche Menschen, also von Endorphinspiegel her, vom Glückshormonspiegel im Gehirn etwas, Menschen, die häufiger, wo der Spiegel etwas niedriger ist, dass die im Durchschnitt mehr konsumieren als glücklichere Menschen, im Durchschnitt. Also Liebeskummer und Schokolade, Stress und vielleicht mehr Alkoholkäufe, Einsamkeit und vielleicht Kaufsucht. Könnte das eine Formel sein, die Wahrheit ist? Kann man sich vorstellen. Ja. Gehen wir weiter. Das sagt er nämlich, das scheint die Wahrheit für unsere jetzige Tauschhandelsmodalität zu sein, die wir kennen oder in der wir leben. Und jetzt kommt er zum nächsten Punkt, nämlich dass er sagt, könnte es nicht einen evolutionsbiologischen Trend geben, dass die Menschen über die letzten Jahrhunderte tatsächlich immer etwas unglücklicher geworden sein könnten, weil sie dann eben mehr kaufen und weil damit das Wirtschaftsziel erfolgreicher erreicht wurde. Könnte es nicht einen Evolutionstrend geben, dass wir eben mehr junge Menschen haben, die zum Beispiel jetzt aus Kummer heraus etwas zu viel essen, wir haben jetzt ja mehr, das liegt natürlich auch am Bewegungsmangel, immer mehr Kinder, die ein Übergewicht haben, was früher nicht möglich war, natürlich spielt da auch der Kriegsnachfolge sehr eine Rolle, dass da natürlich gab es weniger zu essen. Und aber könnte es auch sein, dass die Zunahme an Amokläufen, die Zunahme an Komas auch, und dass das auf eigentlich einen sinkenden Endorphinspiegel beruhen könnte? Ja. Würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Ja. Das zu beurteilen, ob das jetzt nun wahr ist. Ja. Aber dann nehmen wir es einfach mal so, als einen Punkt, als eine Hypothese, wo er sagt, da spricht ganz vieles dafür, muss man aber halt mal hin und her abwägen und nachdenken, könnte es nicht sein, dass es einen Evolutionsprozess gibt. Und dann sagt er, jetzt habe ich zwei Geschichten, das sind die abschließenden zwei kleinen Geschichtchen, die jetzt das belegen könnten, dass es vielleicht so ist, ob es so ist. Ja? Und zwar sagt er, sie hatten eine Urgroßmutter und die wieder eine Urgroßmutter und wieder Urgroßmutter. Und die saßen an einem Strauch mit ihrer Tochter, die saßen in einem Strauch mit ihrer Tochter, und reichte ihr eine Frucht und sagte, diese Frucht ist mir immer gut bekommen, die wird höchstwahrscheinlich dir auch bekommen. Wenn du nicht so ganz anders bist als ich, dann wird sie dir auch gut bekommen. Und dann sagte, ist das eher die Wahrheit oder ist das eher die Unwahrheit?
Denn wir wissen, dass viele Tiere auch lügen. Also viele Tiere, einfache Tiere, da gibt es sehr viel Lüge und Betrug. Ja. Dann sagt er aber nein, in dem Fall ist es so, das ist die eigene Tochter, genetisch und so weiter. Hier ist Unwahrheit extrem unwahrscheinlich, also ist das wahrscheinlich wahr. Kommt ein Mann aus der Gruppe, sagt er, vielleicht ist das eine Gruppe, die ab und zu von Löwenrudel angegriffen wird, nachts zum Beispiel, und wo dann einfach jeder einen Ast mit Feuer mal in die Hand nehmen muss, um die Löwen eben einzuschüchtern und abzuschrecken. Wenn das irgendwo in der Kette ein schwaches Glied ist, vielleicht wird dann die ganze Gruppe überwältigt. Und dann wäre er selbst auch dran. Also die Männer, die jetzt die Früchte reichen, sollten also auch die Wahrheit sagen. Wenn da was ungesund dran wäre und die Urgroßmutter dann ausgefallen wäre, wäre für ein Team, für eine Kooperationsgruppe schädlich. So, dass er sagt, und jetzt kommt noch ein Argument, und dann sagt er, ja, und die Tochter ist vielleicht seine einzige leibliche Tochter, denn zu dieser Zeit wusste niemand so genau, wer der Vater welches Kindes in der Gruppe war, und vielleicht ist es dann seine eigene Tochter, der er dadurch Früchte reicht, und wenn die jetzt aus irgendeinem Grund schlecht oder mit Aflatoxinen oder mit irgendwelchen Giftstoffen verseucht werden, dann wäre das vielleicht, würde er sein eigenes genetisches, seine eigene DNS aus dem Rennen der Evolution werfen. Und das. Also sagt er, wir sind eigentlich als Menschen groß geworden in einer Welt der Wahrheit. Sieht man auch jetzt gerade bei N24 ein großer Fernsehbericht, wo gezeigt wurde, dass Menschenkinder sogar so auf die Wahrheit ihrer Mitmenschen vertrauen, dass sie blind das nachahmen, was... ja, ich war gerade dabei gewesen, ja, dass eben auch jetzt bei N24 war wieder ein großer Bericht, der also so das nochmal bestätigt hat, wie im Unterschied zu manchen Affen bei uns Menschen sozusagen eine Tendenz der blinden Nachahmung auch dessen, was andere Menschen uns vormachen, da ist sozusagen, die es sogar bei den Schimpansen zum Beispiel schon nicht mehr gibt, also nur noch nicht gibt. Ja. So, das heißt, dieses Vertrauen auf die Wahrheit ist etwas, was fast schon genetisch in uns verankert sein könnte. Ja. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, erste Punkt, der ist noch relativ einfach, der zweite wird dann etwas schwieriger. Der erste Punkt ist, dass er sagt, jetzt kommt der erste Tausch, die ersten beiden Tauschhändler der Welt kommen von weiter her, kommen zur Urgroßmutter, zu der Gruppe. Und der eine sagt die Wahrheit und der andere sagt die Unwahrheit, glaubt aber selber dran. Und der eine sagt, ich habe hier ganz vergammeltes Gemüse genommen, vergammeltes Obst, und habe das in so einen heißen Stein mit Wasser genommen und da hat das stundenlang vor sich hingekocht. Ja. Da habe ich ein paar Kräuter reingerieben. Und jetzt schmeckt das unheimlich gut, aber ob das uns euch gut tut, müsst ihr selbst beurteilen. Ja. Der andere sagt, bringt die gleiche Suppe, aber sagt, ich habe hier die hochwertigsten Zutaten genommen, ungeheuer aufgewertet durch dieses vitaminfördernde Kochverfahren. Und jetzt ist es also was ganz hochwertiges. Kind, probier mal. Das ist jetzt viel leckerer als alles, was du bisher bekommen hast von deiner Umwelt. Und dann sagt das Kind, schmeckt auch tatsächlich besser. Und dann sagt er, das ist auch besser. Ja. Und da sagt er jetzt, ja, tra, also durch diese, es gibt nämlich andere Arten des Tauschhandels, wo solche Probleme nicht auftreten können. Aber durch unsere Form des Tauschhandels kam plötzlich eine, er spricht von einer Sturmflut der Unwahrheit, plötzlich auf die Menschen rein, auf die sie genetisch gar nicht vorbereitet sind. Nämlich, dass plötzlich sozusagen gesagt wird, das ist unbedenklich für die Gesundheit, so wie bei den Geschmacksverstärkern, aber vielleicht faktisch gar nicht ist, ja, sondern dadurch eben Krankheit beginnt, ja, oder Krankheitsprädispositionen beginnen. Ja. Und das wäre jetzt also die These, könnte es sein, dass wir also in einer Welt leben, in der so viel Unwahrheit auf uns trifft, dass wir damit gar nicht mehr hinterherkommen, festzustellen, wem wir noch, was wir noch glauben und was wir nicht glauben, sondern dass wir irgendwie doch überrollt werden von dieser Sturmflut und dadurch ein Stück viele angeblich unbedenkliche Dinge zu uns nehmen im Leben oder die in unserer Wohnung haben oder wo auch immer und in Wirklichkeit aber lauter toxische Substanzen um uns herum haben könnten, die uns eben nach und nach langsam krank machen. Ne? Und jetzt kommt der allerletzte Punkt, weil wir wahrscheinlich auch wenig Zeit haben. Jetzt kommt das Spannendste. Nämlich, nachdem sich jetzt ein Evolutionsprozess gebildet hat, in dem der Tauschhändler, der selber an die Unwahrheit glaubt, mehr Umsatz gemacht hat, als der, der selbst seine eigene Ware kritisch beleuchtet hat,
sind am Ende eigentlich immer nur noch Tauschhändler übrig, die selber an die Unbedenklichkeit ihrer eigenen Ware glauben und auch das erfolgreich kommunizieren und dadurch den größten Verkaufserfolg im Durchschnitt haben. So, und jetzt bringen zum ersten Mal, auch wieder zum ersten Mal, beide einen Märchenerzähler mit, weil der Mensch so gerne Geschichten hört. Einen Seher oder auch einen Fernseher. Ja? Der Vorläufer unserer privaten Fernsehsender zum Beispiel. Und da sagt er jetzt Folgendes. Der eine erzählt wieder Geschichten, die insgesamt so auf Wahrheit gegründet sind, wo den Menschen eher so Geschichten erzählt werden, wie sie auch tatsächlich für ein glückliches und gesundes Leben auch in den Gruppen sind, liebevolles Umgehen miteinander, Fairness, Absprachen einhalten und so weiter. Und in den anderen kommen so viel, der andere erzählt Geschichten, da kommen so viele brutale Dinge vor, die man heute als gewaltverherrlichende Filme bezeichnen würde, ja. Wo, wenn jetzt die Kinder nachahmen, wo sie dann sich mit anderen häufiger streiten und Spannungen entstehen, dadurch wieder mehr Kaufneigung entsteht. Aber, und dann kommt aber auch der erzählt zum Beispiel die Geschichte von einem großen Geist, erzählt der Märchenerzähler, und der ist ganz stark und mächtig, ich habe ihn selbst gesehen, und der wird ganz, ganz böse, wenn wir Menschen schmusen, und später bestraft er uns dafür ganz schrecklich. Dann sagt er, solche Geschichten haben evolutionsbiologisch die Wirkung, dass die Menschen wieder etwas weniger schmusen, dadurch aber tendenziell mehr Zeit haben, etwas mehr von der ungesunden Suppe zu kaufen, also mehr Schokolade und was auch immer zu konsumieren. Und dadurch setzt sich sozusagen der Märchenerzähler in der Evolution durch, der die unwahrsten Geschichten, wie wir leben sollen, um angeblich gesund und glücklich zu werden. Unsere Welt ist ja voll von Hollywood-Filmen, die uns sagen, wie wir vorgehen sollen, um ganz glücklich und zufrieden zu werden. Und von Soap-Operas und überall sind Verhaltensvorbilder für die Kids und so weiter. Verhaltensmodelle, Verhaltensvorbilder, die uns irgendwo alle sagen wollen, mehr oder weniger deutlich, so solltest du leben, damit du gesund und glücklich wirst. Und da sagt er jetzt als Biologe und Arzt, es könnte aber sein, dass diese Geschichten uns alle die Unwahrheit erzählen, weil wir genetisch für diese Lebensweisen gar nicht gebaut sind, sondern die senken einfach nur den Endorphinspiegel und setzen sich in der Evolution deswegen durch, weil sie denjenigen Fernsehsendern, wo die Werbespots geschaltet sind, also Milka schaltet einen Schokoladenwerbespot, bei einer Sendung, wo moralisch zum Beispiel das Schmusen verteufelt wird, jetzt überspitzt gesagt, dann sinken im Durchschnitt bei den Menschen, die das oft aufnehmen, im Durchschnitt die Endorphinspiegel. Und aus dieser Tendenz heraus kaufen die im Durchschnitt tatsächlich etwas mehr Milka-Schokolade. Und Milka kann von daher Gelder wieder zur Verfügung in der Marketingabteilung stellen, die direkt wieder an RTL oder Sat.1 zurückfließen, um wieder diese Werbeplätze zu buchen. Ja? Und das würde bedeuten, dass also ohne jede böse Absicht, Evolutionsbiologie ist das Gegenteil von Verschwörungstheorie, sagt also ganz still und leise, ohne böse Absichten, können alle Menschen bei dem beteiligten Spiel das Gute wollen, aber am Ende den anderen, aber dann auch später sich selber dabei schaden, weil dieses Prinzip einfach, diese Form des Tauschhandels, es gibt eine zweite, die nennt sich anreizkorrigierte Tauschformen, darüber dieses Buch zum Beispiel, weil diese Tauschhandelsform einfach diesen Evolutionsverlauf in sich birgt, also quasi eine bestimmte ökologische Nische eröffnet hat, in der sich ein Tauschhändler dann besonders gut reproduzieren konnte, wenn er selber an Unwahrheiten über seine Produkte glaubte und vor allem dann aber auch Märchenerzähler mitfinanziert hat, die Geschichten erzählen, die den Endorphinspiegel der Gesamtkundschaft senken und dadurch die Kaufbereitschaft etwas erhöhen. Das ist jetzt starker Tobak. Was gut.